Herzlich willkommen zu Tiebreak, dem Mats Volleyball Talk. Wir wollen einmal in der Woche nach jedem Spiel und vor dem nächsten Spiel uns mit den Volleyballerinnen des SC Potsdam unterhalten. Das ist eine Premiere. Das erste Spiel war gegen Schwerin, gleich ein harter Brocken, am Ende 0:3. Drei Sätze mit 23:25, es war knapp. Davide Carli, der neue Trainer, wie ist deine Einschätzung? Ja, natürlich, wir sind ein bisschen traurig, dass wir 3:0 verloren zu Hause, den ersten Spieltag. Aber müssen wir nicht vergessen, unsere Leistung im Feld, weil unsere Leistung war sehr gut. Wir haben gekämpft vom ersten bis letzten Ball. Deswegen, ich bin trotzdem zufrieden, auch wenn muss nicht hier in diesem Moment, aber ist okay. Denise Imudo, die neue Zuspielerin des SC Potsdam. Wie schätzt du den ersten Auftritt ein? Ja, also erstmal natürlich ist es erstmal enttäuschend, dass wir 3:0 verloren haben, aber letztendlich, wie Charlie schon gesagt hat, haben wir bis zum letzten Punkt gekämpft und die Stimmung in der Halle war echt super. Das Publikum hat uns da echt mitgerissen und es war echt ein super erstes Spiel, muss ich sagen. Trotzdem, trotz der Niederlage. Im zweiten Satz hat Potsdam schon mit 4 Punkten geführt, am Ende die Führung doch noch aus der Hand gegeben. Woran lag das? Ja, ich sage, die Qualität, das hat Schwerin am Banke gehabt, hat das Spiel gewechselt. Ich will auch sagen, dass die dritte Satz war andersrum. Wir waren immer zurück und wir waren knapp am Ende. Aber am Ende, ich sage wieder, die Qualität von Schwerin am Ende hat, oder die Erfahrung von den Spielerinnen, dass viele deutsche Nationalspielerinnen hat diesen kleinen Unterschied zwischen uns vor Schwerin entscheiden. Ich glaube, ich hoffe, dass am Ende von der Saison wieder andersrum. Für euch beide war es der Ex-Verein, auch du hast in Schwerin gespielt. Wie hast du das gesehen, gerade auf diesen Satz? War das ein Spielentscheidend? Ja, klar, letztendlich war es schon ein bisschen Spiel. Also wir sind auch im dritten Satz sind wir wieder daran gegangen und haben immer noch daran geglaubt, dass wir gewinnen können. Also es war nie so, dass wir gesagt haben, im zweiten Satz jetzt ist alles verloren. Wir waren trotzdem noch super motiviert. Wir haben, wie gesagt, im dritten Satz immer zurückgelegen und haben super aufgeholt. Und ja, natürlich gegen Schwerin zu spielen war auch noch das erste Spiel mit Aufregung verbunden und ja, aber trotzdem war es gut, dass Schwerin der erste Gegner war, würde ich sagen. Es bleibt keine Zeit, die Köpfe hängen zu lassen. Es besteht auch kein Grund. Schon am Mittwoch geht es weiter im Pokal-Achtelfinale in Suhl. Was habt ihr davor? So, auf jeden Fall, wir waren vorbereitet gegen Schwerin, deswegen wir haben, ich glaube, auch gut gespielt und natürlich sind wir wieder vorbereitet gegen Suhl. Ich habe alle Videos gesehen, ich habe alle Analysen gemacht und ich und Ricardo, mein Co-Trainer, wir sind total bereit für dieses Spiel. Jetzt wir machen diese 2 Tage gute Aufmerksamkeit im Training, vorbereitet am besten diese Achtelfinale-Pokal. Trotzdem hat das gut zu machen und vorhin sind wir leider im Achtelfinale nach Führung gegen Suhl rausgeflogen. Du warst noch nicht dabei, Denise, aber trotzdem habt ihr schon darüber gesprochen. Ja, also ich habe es gehört, ich weiß es auch, dass es so war, aber unser Ziel ist ganz klar, dahin zu fahren und zu gewinnen. Nächsten Sonntag das nächste Bundesligaspiel gegen Wiesbaden, kurz ein Ausblick. Ja, Wiesbaden ist, ich würde sagen, ist unsere Direktkonkurrent in der Liga und Wiesbaden hat gezeigt, das kann gut gegen alle spielen. Hat 3:1 gegen Wiesbibur, so ein Topspiel auch gewonnen letzten Samstag. Und ja, jedes Spiel ist immer schwer, jedes Spiel. Denise, aber wir sind bereit. Denise, wie blickst du dem Spiel entgegen? Also ich freue mich auf jeden Fall wieder zu Hause zu spielen, weil die Atmosphäre einfach so super war. Und ich glaube, dass zusammen mit dem Publikum, mit den Leuten in Potsdam werden wir es auf jeden Fall schaffen. Und ich freue mich aufs Spiel. Danke.